Schwarze Löcher sind die rätselhaften Bösewichte des Universums. Sie verschlingen alles, was ihnen über den Weg läuft. Nichts kann ihnen entkommen. Für Astronomen ist also das Zentrum eines schwarzen Loches das ultimativ Unbekannte. Keine Information kann aus der Festung der Gravitation eines schwarzen Loches entkommen. Es gibt keine Möglichkeit herauszufinden, was dort drinnen ist. Nicht einmal Licht kann entkommen. Wie wissen wir aber, dass es sie überhaupt gibt? Schwarze Löcher können nicht direkt beobachtet werden. Astronomen können jedoch die indirekten Effekte der schwarzen Löcher studieren, weil es etwas gibt, das sie im Überfluss haben, nämlich Gravitation. Hubbles hohe Auflösung hat die dramatischen Störeffekte, die schwarze Löcher auf ihre Umgebung ausüben, aufgedeckt. Astronomen haben herausgefunden, dass Materie, die eng um ein schwarzes Loch gepackt ist, wie eine Glocke läuten kann. Das ist tatsächlich der Ton eines schwarzen Lochs, das 250 Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt ist. Er hallt wieder durch die Materiescheibe, die das schwarze Loch umgibt, und wurde verändert, damit er im menschlichen Hörbereich liegt. In Wirklichkeit ist es ein tiefes B, 57 Oktaven unter dem mittleren C. Astronomen glauben, dass schwarze Löcher Singularitäten sind, einfach Punkte im Weltall. Kein Rauminhalt, keine Ausdehnung, aber unendlich dicht. Schwarze Löcher können beim endgültigen Kollaps eines massereichen Sterns entstehen, der viel größer ist als die Sonne. Der Sternleichnam, der vom Tod und Kollaps eines massereichen Sterns übrig bleibt, kann so schwer sein, dass keine Kraft der Natur ihn davon abhalten kann, durch sein eigenes Gewicht zu einem unendlich kleinen Volumen zusammengedrückt zu werden. Obwohl die Materie offenbar verschwunden ist, zusammengedrückt zu nichts, übt sie weiter eine starke Anziehungskraft aus. Und Sterne oder andere Objekte, die zu nahe kommen, werden hineingesogen. Für jedes schwarze Loch gibt es eine Distanz, von der es kein Zurückkommen mehr gibt, den sogenannten Ereignishorizont. Wenn etwas, sagen wir ein naher Stern, hinter diesen Horizont gezogen wird, verschwindet es auf Nimmerwiedersehen. Auf seinem Weg zum Ereignishorizont wird der verurteilte Stern einer fatalen, spiralförmigen Bahn zu folgen beginnen. Wenn der Stern dem schwarzen Loch immer näher kommt, erfährt die Materie, die am nächsten zum Loch ist, eine größere Anziehung als der Rest vom Stern. Dadurch wird der Stern in Richtung des Loches angesaugt und ausgedehnt, bis die gewaltigen Gezeitenkräfte ihn in Stücke zerreißen und verschlingen. Es gibt noch merkwürdigere Effekte dieser Objekte. Eine Verzerrung von Raum und Zeit, die sogar das Verstreichen von Zeit dehnt. Alle Objekte mit einer Masse verändern die Struktur von Raum und Zeit, aber schwarze Löcher tun dies in einer extremen Weise. Nach Einsteins bekannter allgemeiner Relativitätstheorie würde ein unerschrockener Reisender, der ein schwarzes Loch besuchen und in die Nähe des Ereignishorizonts gelangen könnte, ohne verschluckt zu werden, schließlich zurückkehren und sich selbst jünger vorfinden als die Leute, die er zurückgelassen hatte. Vielleicht die merkwürdigsten Objekte, über die Astronomen Hypothesen aufgestellt haben, sind Wurmlöcher. Ein Wurmloch ist im Wesentlichen eine Abkürzung durch die Raumzeit von einem Punkt im Universum zu einem anderen Punkt im Universum. Vielleicht werden Wurmlöcher, falls sie existieren, uns eines Tages erlauben, schneller als das Licht zwischen Gebieten im Weltall zu reisen. Hubble hat bewiesen, dass schwarze Löcher höchstwahrscheinlich im Zentrum aller Galaxien vorhanden sind. Es gibt eines im Zentrum unserer Milchstraße, ein riesiges, supermassereiches schwarzes Loch, vielleicht eine Million Mal größer als die schwarzen Löcher, die beim Kollaps von massereichen Sternen entstehen. Es könnte das Ergebnis der Verschmelzung vieler stellarer schwarzer Löcher sein, die in der Frühzeit der Galaxis gebildet wurden. Wenn zwei Galaxien kollidieren, werden die schwarzen Löcher in ihren Zentren einen komplizierten Tanz aufführen. Lange nachdem die zwei Galaxien zu einer verschmolzen sind, umkreisen ihre zentralen schwarzen Löcher sich weiterhin gegenseitig für hunderte Millionen Jahre bis zur endgültigen gewaltsamen Fusion zu einem einzigen schweren schwarzen Loch.
Dieses Finale ist so extrem, dass es die Raumzeitstruktur ausreichend verändert, um von der Erde mit einer neuen Art von Gravitationswellenteleskopen oder von speziellen Raumfahrzeugen in einer Erdumlaufbahn beobachtet zu werden. Verglichen jedoch mit den Jahrmillionen, die Galaxien benötigen, um miteinander zu verschmelzen, würde der endgültige Kollaps der Kerne relativ schnell sein. Die Chancen, so ein Schauspiel zu sehen, sind also gering. Bis vor ungefähr 50 Jahren glaubten Astronomen, dass das Universum ein ziemlich friedlicher Ort ist. Aber das ist alles andere als die Wahrheit. Das Weltall wird von gewaltsamen Ereignissen erschüttert. Katastrophalen Explosionen von Supernovae, Kollisionen von ganzen Galaxien und enormen Energieausbrüchen, die beim Sturz großer Mengen Materie in schwarze Löcher entstehen. Die Entdeckung von Quasaren gab uns den ersten flüchtigen Blick auf diese Prozesse. Für erdbasierte Teleskope sehen Quasare wie normale Sterne aus. Und genau das dachten Astronomen zuerst, als sie ihnen den Namen quasi-stellare Objekte gaben. Aber Quasare sind in Wirklichkeit viel heller und weiter entfernt als Sterne. Sie leuchten heller als 1000 gewöhnliche Galaxien und werden von einem supermassereichen schwarzen Loch angetrieben. Sterne, die sich auf einer zu nahen Umlaufbahn bewegen, werden beiseite gezogen und in den Quasar hineingesogen. Das sich spiralförmig bewegende Gas bildet eine dicke Scheibe, die durch den freien Fall in Richtung des schwarzen Loches auf Millionen von Graden aufgeheizt wird. Das Gas gibt seine Energie über und unter der Scheibe in Form von kolossalen Jets ins Weltall ab. Quasare wurden in ganz unterschiedlichen Arten von Galaxien gefunden, besonders oft bei kollidierenden. Es gibt wahrscheinlich eine Vielzahl an Mechanismen für die Entstehung von Quasaren. Die Kollision zweier Galaxien kann die Geburt eines Quasars auslösen. Doch Hubble hat gezeigt, dass sogar scheinbar normale, ungestörte Galaxien Quasare beherbergen. Aber Quasare sind nicht die einzigen hochenergetischen Objekte, die Astronomen entdeckt haben. Eine zufällige Entdeckung ist etwas, das man findet, während man eigentlich etwas anderes sucht. Solche Entdeckungen haben oft den Lauf der Astronomie verändert. Gammastrahlenausbrüche wurden zufällig in den späten 1960er Jahren von US-Militärsatelliten entdeckt, die nach sowjetischen Nukleartests Ausschau hielten. Anstatt die stärksten von Menschen geschaffenen Detonationen zu finden, wurden einige der heftigsten Explosionen im Universum festgehalten. Diese verblüffenden Explosionen von Gammastrahlungsenergie wurden mindestens einmal am Tag in offenbar zufällig am Himmel verteilten Richtungen registriert. Obwohl Gamma-Ray-Bursts nur einige Sekunden dauern, ist die Energie, die sie freisetzen, gleich der Energie, die von unserer gesamten Milchstraße in mehreren Jahrhunderten ausgestrahlt wird. Gammastrahlen sind für das menschliche Auge unsichtbar und spezielle Apparaturen sind nötig, sie aufzunehmen. 30 Jahre lang wusste niemand, wodurch diese Ausbrüche verursacht werden. Es war, als ob man eine Kugel an der Erde vorbeifliegen sieht, ohne nur einen einzigen Blick des Gewehrs zu erhaschen, das sie abgefeuert hat. Gemeinsam mit fast allen anderen Teleskopen auf der Welt suchte Hubble viele Jahre den rauchenden Colt. Es beobachtete die Stellen am Himmel, an denen Gamma-Ray-Bursts gesehen wurden, um dort irgendein Objekt zu finden. Alle Mühen waren umsonst. Bis 1999 bildeten Hubbles Beobachtungen die Grundlage für die Feststellung, dass diese ungeheuren Ausbrüche in sehr entfernten Galaxien stattfinden. Die Ursache könnte die Druckwelle sein, die beim endgültigen katastrophalen Kollaps eines massereichen Sterns entsteht. Oder die dramatische Begegnung von zwei sehr dichten Objekten wie zwei schwarzen Löchern. Oder von einem schwarzen Loch und einem Neutronenstern. Schwarze Löcher gehören mit Sicherheit zu den exotischsten Objekten im Universum. Genauso wie sie Materie beeinflussen, können sie auch auf andere spektakuläre Weise auftreten, weil ihre ungeheuren Gravitationsfelder Licht ablenken können. In der Tat folgen Lichtstrahlen, die nahe an einem schwarzen Loch vorbeikommen, nicht geraden Linien, sondern werden auf neue Bahnen gelenkt, wodurch ein natürliches Teleskop entsteht, das weiter ins Weltall hinausspäht, als man es jemals für möglich gehalten hätte.